Maximilian Lindner von der, Linder von der FPÖ. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Staatssekretär, geschätzte Kolleginnen, geschätzte Kollegen. Ich möchte heute ein paar Worte zur Änderung des Katastrophenfondsgesetzes sagen. Hier geht es in erster Linie darum, der Gemeinde Gasen in der Steiermark zu helfen. Die Gemeinde Gasen in der Steiermark ist allein in den letzten 2 Jahren von 4 schlimmen Hochwässern überrascht worden, mit Riesenschäden. In Anfang 2000 hat es sogar 2 Tote gegeben. Die bestehenden Verbauungsmaßnahmen reichen nicht mehr aus und es ist notwendig, insgesamt rund 13,5 Millionen Euro zu investieren. Der Gemeindeanteil dafür beträgt 3,2 Millionen Euro. Für eine Gemeinde mit nicht einmal 1.000 Einwohnern ist das ein nahezu unüberwindbarer Betrag oder unaufbringbarer Betrag. Deshalb, glaube ich, ist es ganz wichtig, diesen Beschluss heute hier zu fassen. Zu fassen, damit sehr schnell mit dem Verbau begonnen werden kann. Zum einen, dass die Sicherheit hergestellt wird und zum Zweiten, dass mit dem beginnenden Bau auch psychologische Hilfe für die Betroffenen gewährleistet wird. Denn wenn man dort wohnt und vor jedem Gewitter Angst haben muss, weiß man, was das bedeutet, wenn die Verbaumaßnahmen einsetzt, dass die Sicherheit kommt. Ich gehe davon aus, dass dieser Beschluss heute einstimmig gefasst wird und möchte vielleicht darauf zurückblicken, wie es uns 2016 in unserer Gemeinde gegangen ist. Wir waren auch von 2-mal ganz einer schlimmen Mure erfasst, 40 Häuser verschüttet. Und es war von allen Landesregierungsmitgliedern selbstverständlich, Hilfe angedeihen zu lassen. Egal, ob es der rote Landeshauptmann war, selbstverständlich der blaue Landesrat Köfer, selbst der grüne Landesrat ist selbstverständlich hier gewesen und hat aus seinem Referat heraus geholfen. Und auf das zurückblickend bin ich heute etwas überrascht, dass beim Tagesordnungspunkt gegenseitige Hilfe im Falle von Naturkatastrophen mit Russland plötzlich Nein gesagt wird. Wenn es darum geht, Menschen zu helfen, darf es in den Köpfen keine Barrieren geben. In Kärnten hat es funktioniert, in der Steiermark funktioniert es, aber da anscheinend nicht ganz. Sagt Maximilian Linder von der FPÖ.